Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind jetzt auf dem Wege nach Alicante, respektive El Campello. Dort wird unser Campingplatz sein. Eben gerade sind wir durch den Tunnel bei der Burg in Lorca durchgefahren. Den ersten Hinweis auf Costa Blanca. Wir freuen uns, endlich nah bei der Küste zu sein. Nach einigem Hin und Her in El Campello, wegen der Straßenführung, ja, Durchfahrt verboten, Durchfahrt zu eng, sind wir dann doch am Campingplatz El Jardín angekommen. Eine kurze Radtour führte uns ins Zentrum von El Campello und auf der Rücktour schauten wir uns den Strand an. Am 18. Juni, das war der Sonntag, sind wir dann ins Hinterland gefahren, nach IGS, um dort Verwandtschaft zu besuchen. Auch hier wieder ein Beispiel für die Verkehrsführung von Google Maps. Man führte uns mit unserem Dickschiff auf manche Wege, die kaum breiter als 3,50 Meter, 4 Meter waren. Ja, hier sieht man die Verkehrsführung in Spanien, für Nicht-Spanier etwas unübersichtlich, aber wenn man sich nach einigen Wochen eingefuchst hat, geht es dann schon. Ja, das sind hier zwei Kreisverkehre hintereinander, sehen fast alle gleich aus, aber sie liegen etwa 250 Meter auseinander. Die Strecke nach IGS, das sind etwa 20 Kilometer, ist von vielen Serpentinen gekennzeichnet. Das Dorf von etwa gut 1000 Einwohnern liegt ca. 350 Meter über dem Meeresspiegel. Allgemein kann man hier feststellen, dass die Geschwindigkeitsbegrenzungen in der Regel doch etwa um 10 Kilometer pro Stunde höher sind im Vergleich zu Deutschland. Linker Hand geht's zur Dorfschule hoch, dort lernen etwa 100 Kinder. Ja, und hier kommt Mistoris entgegen. Dort vorne wartet schon Pablo auf uns, Christinas Ehemann. Das Grundstück ist etwa 2 Hektar groß, auf dem zurzeit 4 Pferde gehalten werden. Es laufen 2 Hunde rum, mehrere Katzen.
Ja, und wilde Kaninchen und Rebhühner gibt es auch. Ja, die Zufahrt auf den hinteren Garten ist ein bisschen tricky. Die Büsche stehen ein bisschen eng und der eine oder andere Zweig muss halt mal abgesägt werden. Am Tisch die drei Frauen, Otti, Doris, Christina. Und da unten hockt der Pilot. Aus der Ferne nicht so ohne weiteres zu erkennen, aber an den Hängen der Berge sind Terrassen angelegt. Dort auf dem braunen Hügel hat es vor einem Jahr noch gebrannt. Amador ist der Schwarze. Dominico ist der Braune. Hey. Oh, war Strom drauf hier. Er hat Schlag gekriegt. Hier war Strom drauf. Ja. Dori sagt, es ist kein Strom drauf. Übrigens. Das mit dem kein Strom auf der Leitung, das war eine Finte, ne? Ich habe den gerade gestreichelt, den Domenico. Und ich habe einen Schlag gekriegt, weil ich mit dem Arm rankam und der Strom hat sich auf ihn übertragen. Da sparen dann gleich 2 Meter zurück. Wo war das? Ja, an der. Das ist ein eigenes System. Hier an der. Das kann nicht sein. Also. Es könnte sein, dass auf dem Kondensator noch Strom war. Du kannst ausgeschaltet haben und wenn im Kondensator ist ja wie ein Stromspeicher noch Saft drauf ist. Nee, aber es hat mich erschreckt, es hat die erschreckt und gerade auf der Nase. Ja, sag mal, Doris, bekommt Chico nicht zu fressen oder was? Da knappert er am Zweig rum. Nein, das ist, weil der ist nicht ausgelastet. So? Der kriegt zu fressen. Tatsächlich? Das ist ja, aber das ist, damit wird er energielos. Ja. Ich kann ihn ja hier nicht suchen lassen. Nee. Ich habe ja das mit ihm sonst immer gemacht, habe hier Fährten gelegt und so weiter, aber hier sind ja überall die Wildkaninchen. Der haut ab. Und das ist er. Das ist er. Ja. Der ist ja so gut erzogen, ne?
als ich dabei bei Kathi war, da habe ich wirklich zu Lenny gesagt, Lenny, du bist so ein toller Junge, ne? Und da war ich so angehend, ich konnte es gar nicht glauben. Und da sagte ich, und wie kommst du jetzt? Schön hier, ne? Wo Doris ist bei Christina und Pablo und Attiliana. Ja, schöne Ecke. Und den Pferden. Ja, die Pferde laufen hier rum. Ja, Vieh habe ich gestern gezählt. Eins ist ja sozusagen Unterstellpferd. Das gehört nicht. Ja. Hier, Christina. Ja, zwei Hunde gibt's. Und viele Katzen. Viele Katzen, ja. Drei habe ich gesehen. Ja, Doris hat zwei und dann gibt es die Cat Noir und dann noch den Maui, den Kater. Ja,